Hallo, willkommen zurück. Wir sind gerade auf dem Weg ins Lager, weil wir da einfach mal so ein paar Kleinigkeiten erledigen müssen, da werden Taktiken überprüfen. Betrachtet es als erledigt. Wenig einkaufen. Und vor allen Dingen mit unseren Leuten sprechen, um das Vertrauen zu schärfen. So, jetzt gucken wir erstmal kurz, ob wir irgendjemanden besser ausrüsten können, aber ich glaube nicht, dass wir da viel Chance haben. Einen besseren. Können vielleicht Liliana hier was Besseres geben? Vier Angriff. Ja, der ist stärker. Geben wir ihr einmal hier den. Und dann geben wir ihr den Eispfeil mit. An Rüstung haben wir vorhin geguckt. Da gibt es nicht viel Besseres. Alistair. Redcliffe Schild. Nee. Ich glaube, dass wir da gar nicht viel machen können. Shell sowieso nicht. Hundi auch nicht. Steen auch nicht. Morrigan. Haben wir für dich vielleicht ein Hütchen? Lederstiefel? Du bist auch schwach, ne? Du kannst auch vieles einfach gar nicht tragen. Okay, also da können wir hier jetzt gar nicht viel machen. Aber ich glaube, Morrigan kann aufsteigen. Die haben wir jetzt schon eine Weile stehen lassen. Steen steigt ja automatisch auf. Aber Morrigan können wir aufsteigen lassen. Ja, guck, die hat auch bis 14 Stärke. Das ist jetzt nicht so viel. Egal. Das bleibt erstmal dabei. So, und dann möchte ich ihr die Steinrüstung geben, weil Morrigan einfach so gut wie keine Rüstungswerte hat. Und wenn sie mit uns in die Schlacht geht, braucht sie ja wenigstens ein bisschen. So, Taktiken. Meine sind okay. Liliana würde ich ja gerne auf die. Was steht hier? Ziel hat mittleren Rüstungswert. Nee, wir machen. Ziel verwendet Angriffstyp. Fernangriff. Dann soll sie einen zerspringenden Schuss machen. Alistair ist erstmal so okay. Shale? Ja, so. Der Gegner einen hohen Rüstungswert hat. Sie ist ja eine unserer stärksten. So, dann machst du was? Finaler Schlag, Verhöhnen, Beben, Schmettern, Gebrüll. Beben, Gebrüll hat sie schon. Finaler Schlag. Was ist ein finaler Schlag? Also mit diesen Fähigkeiten von Shale habe ich echt noch so meine liebe Not. Shell bündelt alle verbliebene Energie in einem einzigen vernichtenden Schlag. Ein Treffer bedeutet automatisch einen kritischen Treffer. Allerdings wird Shells restliche Ausdauer verbraucht und dem verursachten Schaden hinzugefügt. Nach dem Erlernen dieses Talentes erhält Shell bei aktivierten pulverisierenden Schlägen einen höheren Bonus auf Schaden. Pulverisierende Schläge. Hier. In diesem Modus verfügt Shale über Offensivtalente und erhält einen Bonus auf Schaden, muss jedoch dafür einen Abzug auf Verteidigung in Kauf nehmen. Schmettern gewährt Shale dabei einen zusätzlichen Bonus auf Schaden. Beben gewährt Shale dabei einen zusätzlichen Bonus auf Rüstungsdurchdringung. Finaler Schlag gewährt Shale dabei einen noch höheren Bonus auf Schaden. Also ich denke, wir versuchen das mal, dass wir nicht den präzisen Schlag aktivieren, sondern den pulverisierenden Schlag. Dann soll sie finalen Schlag machen. Wenn es nicht gut geht, werden wir es sehen. Gut. So. Dann verkaufen wir noch eine Kleinigkeit und dann treten wir mal ins Gespräch. Ihr und eure Freunde seid wirklich großartige Leute. Es ist gut, euch in der Nähe zu wissen. Lass mich mal die Warnsymbole Ich bin an. mir sicher, ihr findet Gefallen an den Dingen, die mein Sohn und ich gesammelt haben. Und an eurem Rabatt natürlich. Klar. Aber ich verkaufe hier jetzt alles. Ah. Hab ich. Schwurberater behalte ich mal. Hab ich nicht Lindiana Olafs Käsemesser gegeben? Oh Gott, ich bin schon ganz daneben hier. Handeln, hin und her. Brüte verkaufen, das ist immer irgendwie. So. Was wir vom Bruder noch haben wollen, ist, müssen wir jetzt ein bisschen einkaufen. Schwacher Lyriumtrank. Komm, dann nehmen wir die vier mit.
Dann du hast doch irgendwo. Komm, den Rucksack kaufen wir jetzt auch. Der ist zwar teuer, aber wir nehmen ihn mit. Und dann brauche ich Fläschchen. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Lyriumtrank. Da brauchen wir noch Destillations. Wir müssen irgendwann stärkere. Ich klicke das jetzt mal weg. Wie wäre es mit ein paar Ohrringen? Oder einem Käsemesser? Och, Bodan, ich brauche nichts. Ich habe genug Zeug. Ich bin mir sicher, ihr findet Gefallen an den Dingen, die mein Sohn und ich gesammelt haben. Und an eurem Rabatt natürlich. Ja, wir müssen gucken, dass wir demnächst Tränke mischen können. Und da brauchen wir Destillationswirkstoff für den etwas stärkeren Lyriumtrank. Noch können wir es zwar nicht, weil wir noch nicht die Fähigkeit haben hier, da die Kräuterkunde-Fähigkeit, aber wird kommen. So, jetzt haben wir genug ein Fläschchen, wir haben Destillations, dann kann es in die nächste Schlacht gehen. So, jetzt aber wollen wir erstmal Alistair hier mit dem Amulett seiner Mutter überraschen. Das ist das Amulett meiner Mutter? Mhm. Das muss es sein. Aber warum ist es nicht zerbrochen? Wo habt ihr es gefunden? Auf Schloss Radcliffe im Studierzimmer. Oh, das Studierzimmer des Arls? Dann muss er das Amulett gefunden haben, nachdem ich es gegen die Wand geschleudert hatte. Es repariert und aufbewahrt haben. Ich verstehe nicht, warum hat er das getan? Naja, Alistair, vielleicht bedeutet ihr ihm mehr, als ihr glaubt. Ihr könntet recht haben. Wir haben nie viel miteinander geredet und als ich dann fortging... Danke, wirklich. Ich dachte, ich hätte es wegen meiner Dummheit endgültig verloren. Ich muss mit ihm darüber reden, falls er wieder gesund wird. Sobald er wieder gesund ist. Ich wünschte, ich hätte es schon vor langer Zeit wiederbekommen. Euch ist eingefallen, dass ich es schon einmal erwähnt habe? Wow. Normalerweise hören die Leute nie zu, wenn ich etwas erzähle. Was? Habt ihr was gesagt? Seht ihr diese Geste? Könnt ihr mich hören? Nö. Jo, guck mal. Jetzt habe ich ihn zu einer Fähigkeit inspiriert. Geringe Konstitution. So, mein lieber Steen. Dir schenken wir jetzt auch was. Also mit Steen habe ich ja so meine liebe Not. Der ist so ein bisschen klingonisch, finde ich. So Kämpfer-Ehrgefühl und solche Geschichten. Ich tue mich da ein bisschen schwer mit. Deswegen rede ich mit dem immer erstmal gar nicht viel, sondern hau ihn einfach mit Geschenken zu. Wie unerwartet. Hab Dank. Gerne. So, Morrigan. La, 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 la. Da haben wir nicht viel. Liliana, den kleinen Silberring. Oh, wie lieb von euch. Ich danke euch sehr. Jo, dann gehen wir uns auch gleich mal mit dir unterhalten. Ja? Ja, ich möchte mit euch reden. Mhm, ich bin hier. Tja. Was macht jemand wie du in der Kirche von Lothering? Was soll das heißen, jemand wie ich? Naja, im Kloster lernt man doch wohl kaum so zu kämpfen, oder? Glaubt ihr, ich wäre als Klosterschwester geboren worden? Die Kirche gibt allen Fürsorge und Zuflucht, die danach suchen. Ich habe beschlossen, zu bleiben und meine Beteuerung abzulegen. Und weshalb habt ihr dort Zuflucht gesucht? Die Kirche fragt nicht danach, aber ihr schon. Ich wollte mich eine Weile vor der Welt zurückziehen. Ich war eine reisende Bänkelsängerin in Orlais. Geschichten und Lieder waren mein Leben. Ich bin aufgetreten und erhielt dafür Beifall und etwas Geld. Und meine Fähigkeiten im Kampf? Nun, auf Reisen schnappt man eben das eine oder andere auf. Ist doch so. Ja, natürlich. Lasst uns weitergehen. Gut. Gehen wir weiter. Kurz mal hier in die Storage, in die Chest gucken. Storage. Da haben wir die kleine Statue. Die schenkt mal jetzt Morrigan, bevor wir uns mit ihr unterhalten. Damit die uns nicht ganz so mit ihrer misanthropischen Einstellung trifft. Jo, kleine Statue.
habe keine Ahnung, ob das richtig ist, aber wir machen es. Ein schönes Geschenk. Vielen Dank. Komm, 4 ist besser als nix. Jetzt gehen wir mal hin und unterhalten uns mit ihr. Das ist auch einfach so bezeichnend, dass die sich da hinten so abschottet, ne? Weg von der Truppe. Bloß nicht so viel Mensch um sich haben. Was wollt ihr von mir? Oh, ich möchte euch was fragen. Na, komm. Wenn es sein muss. Mhm. So. Genau. Gibt es etwas, was man für einen besessenen Magier tun kann? Das fragen wir jetzt einfach. Sprecht ihr jetzt von der Kinderabscheulichkeit in dem verfluchten Schloss? Ja. Wenn ihr den Dämon aus dem Kind entfernen wollt, ohne dem Kind zu schaden, so gibt es da tatsächlich eine Möglichkeit. Es besteht eine Verbindung zwischen dem Kind und dem Dämon und die lässt sich bis zu der wahren Gestalt des Dämons im Nichts verfolgen. Dort kann der Dämon direkt bekämpft werden. Nur ein Magier kann das Nichts betreten. Dazu braucht man Lyrium und mehrere Magier für das Ritual. Und wir haben nichts davon, richtig? Und wenn wir es hätten, fiele einem Magier allein die Aufgabe zu, den Dämon zu besiegen. Ein schwieriges Unterfangen. Aber so wäre es möglich. Oh, danke schön, Morrigan. Das wussten wir schon. Was wollt ihr von mir? Also, nochmal. Wenn es sein muss. So, jetzt die Frage. Wurdet ihr schon mal von der Kirche gejagt? Meine Mutter wurde tatsächlich einige Male gejagt von dümmlichen Templern wie Alistair, woraus ihr entnehmen könnt, welchen Erfolg sie hatten. Flemeth hat sogar eine Art Spiel daraus gemacht. Wenn Templer kamen, sah sie mich an, lächelte und sagte, nun würden wir wieder etwas Spaß haben. Spaß? Für euch war das ein Spaß? Das Spiel schon. Ich war zu jung, um zu verstehen, was da eigentlich stattfand. Flemeth hat sie immer gewarnt, aber sie haben nie darauf reagiert. Und dann begann das Spiel. Flemeth hat mich oft als Köder eingesetzt. Ein kleines Mädchen, das schreit und rennt und die Templer tiefer in die Wildnis lockt. Zu ihrem Untergang. Flemeth hat euch als Köder benutzt? Es war ein Spiel und ich ein kleines Mädchen. Wenn ich nicht hätte mitspielen dürfen, wäre ich sehr wütend geworden. Aber die Wildnis ist sehr weitläufig. Immer wenn sie uns gefunden hatten, verlegte Flemeth unsere Hütte und wir verschwanden wieder im Wald. Erst als ich viel älter war, wurde mir klar, in welcher Gefahr wir schwebten. Von Abtrünnigen oder Maleficaren hatte ich noch nie etwas gehört. Haltet ihr es immer noch für Spaß? Meine Mutter hat es zum Spaß erklärt, damit ihr Kind davor keine Angst bekommt. Und das war notwendig, denke ich. Abtrünnige bekommen keinen Prozess, kein Gefängnis, keine Gnade. Das Urteil ist endgültig. Darum zählt nur das Überleben. Eines hat die Wildnis mich gelehrt. Überleben ist alles. Seht ihr das anders? Nein, ich sehe das nicht anders. Ihr habt vermutlich recht, ich habe dazu keine Meinung, eine armselige Rechtfertigung. Unbedingt, es gibt Schlimmeres als den Tod. Das ist wohl wahr. Wer um alles in der Welt will schon besänftigt werden? Oh, ich würde ja nachfragen, aber das dauert dann vermutlich länger und ich werde plötzlich so müde. Oh. Genug geredet. Widmen wir uns wieder der aktuellen Aufgabe. Jawohl, Morrigan. Haben wir gleich mal 5 Minus eingefahren. Das hat ihr nicht gefallen. Die Frau ist wirklich kompliziert. Mei, ist die kompliziert. Komm, Shale. Oh. Oh. Was sollen denn jetzt diese schweren Seufzer? Oh, das? Das ist vor allem ein Ausdruck der Hoffnungslosigkeit angesichts der Aufgaben, die es vor sich hat. Es ist nur allzu wahrscheinlich, dass es ebenso wie seine Begleiter als Fleck auf irgendeinem Felsen endet, über den die dunkle Brut trampelt. Diese Tragödie wird mich zu einer einzelnen Träne rühren. Ach Mensch, Shale. Ah. Komm, ich glaube nicht, dass unsere Chancen so schlecht stehen. Oh, wie bewundernswert. Es ist reizend, solche Hoffnung zu erleben, wenn auch ein bisschen bedenklich. Was war das?
Hat es auch Flügelschläge gehört? Wir müssen wachsam sein. Es könnten Tauben in der Nähe sein. Ja, das muss man wissen. Ich weiß nicht, ob das so rauskam, als wir in Hondleth waren. Shale hat ein ganz großes Problem mit Tauben. Warum? Weil sie ja da als Statue stand, viele Jahrzehnte lang. Und von den Vögeln einfach immer von oben bis unten vollgeschissen worden ist, um es mal so deutlich zu sagen. Nicht nur das, die Bewohner von Hondleth haben sich auch noch einen Spaß draus gemacht und haben die Vögel angelockt. Deswegen war auch in Hondleth dieser Korb mit leerem Vogelfutter in dem Gelände, wo Shale stand. Das heißt, Shale und Vögel, das ist was, das geht gar nicht. Das geht wirklich überhaupt nicht. So, jetzt gucken wir nochmal kurz in unsere Kiste hier. Ich möchte noch ein, zwei Sachen da lassen, die wir jetzt nicht mitnehmen müssen. Also alles, was Geschenk ist, lassen wir jetzt da drin. Ah, den. So. Dann wollte ich doch Liliana noch das Käsemesser geben. Ich weiß gar nicht, wieso das vorhin nicht geklappt hat. Guck mal an, ich habe ja sämtliche Waffen genommen. Dann nimmst du den Schwurberater. Ich glaube zwar nicht, dass du den gebrauchen kannst. Jo. Coole Motte, ey. Guck mal. Ganz coole Motte. Ja, gut. Aber du kämpfst trotzdem weiter. So. Ich denke, das wäre es jetzt erstmal mit dem Lager gewesen. Da haben wir uns mit jedem einmal unterhalten. Mehr oder weniger gelungen, was die Sympathiepunkte angeht. Um den Herrn da drüben kümmern wir uns noch etwas später. Auch die Quests, die wir in Redcliffe angenommen haben, sollen erstmal ruhen, weil wir gehen in der nächsten Folge Stantepete und ohne jegliche weitere Unterbrechung, außer das Programm denkt sich was für uns aus, in den Turm der Magie. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ihr wisst ja. Ciao.